In einer Mühle könnte... Ach so. Schwarzes Pulver. Toni hatte schon immer ein... So. Dann machen wir das Ding wieder auf. Wisst ihr was? Ich lösche die anderen Folgen jetzt alle auch komplett und dann ziehen wir das in einem Rutsch durch. Eine ganze Chilischote. Check. Bisschen Schwarzpulver. Eine Prise Schwarzpulver. Plupp. So. So. Dann machen wir mal die Scheibe von dem Auto sauber. So. Muss das wirklich sein? Ja. Muss. Flatsch. Okay, was sehen wir da? Die Sitze sind mit pinkem Plüsch bezogen. In der Ecke dreht ein Püppchen Pirouetten. Und auf dem Fahrerschild steht Schnutzipuh. Dämlicher Name. Okay. Erinnert mich so ein bisschen an die Trucker-Babes. Mit hier, mit, wie heißt die eine? Der hat so einen rosa Truck von innen. Ihre Pink Lady. Ach, schön. So. Wenzels Haus. Ich brauche noch... Sekunde. Ich quatsche erstmal mit dem Hanek. Sollte er nicht fauler... Nein. Hallo nochmal. Hi. Rufo. Genau. Genau. Schlüssel. Ist zufällig... Weiß nicht. Entschuldigung. Wie war noch gleich dein Name? Mit den anderen Namen, da hat er nichts. Aber Schnutzipuh. Schnutzipuh. Schnutzipuh? Vielleicht habe ich deinen Schlüssel gefunden, Schnutzipuh. Aber ich möchte erst sicher gehen. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Oh Gott. Mauve, Pink, Blau, Rot. Was ist, wenn ich sage egal? Egal. Dann eben nicht. Noch was? Also, okay. Nochmal. Nochmal? Wie war noch... Okay, Schnutzipuh. Schnutzipuh. Aber ich möchte... Was ist denn deine Lieb... Ah, Pink. Pink. Pink, sagst du? Das kommt hin. Und hast du... Ich liebe Ballett. Ich liebe das Ballett. Volltreffer. Dann muss das hier dein Schlüssel sein. Heute ist offenbar dein Glückstag, Schnutzipuh. Ja, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Wie praktisch. Dann kannst du nachts im Bett lesen. Oh Gott. Moment, kurzer Blick aufs Handy. Ach so. Okay. Ist ja kurz mal aufgeblinkt. So. Dann jetzt wieder zum Schrott hin. Zum Stadttor. Trucktür. Yay, Hebel. Okay, mehr ist da nicht. Oh, okay. Gut. Die Motorhaube öffnen. Und da haben wir schon mal eine Batterie. So viel Power in so einer Shortcut. Was für eine Verschwendung. Ja, rüste den doch auf und polier den auf und dann kannst du damit Leute oder Autos oder was auch immer abschleppen. Ich meine, oder Sachen transportieren. Da fährst du Fernfahrer. Kommst auch rum. Egal, so. Wir brauchen eine Flüssigkeit und zwar elektrisierende oder energiegeladene Flüssigkeit. Ich will an die Batteriesäure und ich habe einen Zahnbohrer. Das ist ja schon fast zu perfekt. Au! Yeah! Okay, Säure. Saubere Arbeit, Rufus. Das sollte ich mitnehmen. Aber nicht mit bloßen Händen. Mhm. Brennt nämlich schön. Vor allem, wenn man irgendwie wunde Hände hat oder sowas. Ich muss jetzt noch irgendwie an die Haken kommen. Bons. Kram, Kurbel, Fenster, Stange. Hier hing mal der Käfig von Tonis Wellensittich. Aber auch er hat es nicht lange mit ihr ausgehalten und ist ausgebüxt. Er ist an Altersschwäche gestorben. Ist doch egal. Nachdem du ihn versehentlich mit Progerie infiziert hast. Also meine Version war lustiger. Ups. Okay, können wir nochmal mit Toni reden? Hast du zufällig Kaffee hier? Seit du bei mir wohnst, nur noch schon Kaffee. Und selbst das ist noch zu viel.
Vielleicht sollte ich die Kaffeemühle da langsam mal aus dem Laden schaffen. Die nimmt nur Platz weg. Wie du. Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, bekommst du auch nichts mehr. Nein, ich meinte... Das Thema ist beendet. Verdien dein eigenes Geld. Dann kannst du dir auch deine eigenen Lebensmittel leisten. Wie war das gleich mit diesen Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post. Und? Du bekommst sie nicht. Tolle Geschenkgutscheine. Die Hausapotheke ist verschlossen. Hast du dich noch nicht? Schade. Wenn es so war. Erst einmal habe ich dann etwas zu lachen. Ah, ich Gott. Muss weg. Aber du. Coupons? Hey, stopp mal. Was genau hast du vor? Ich dachte, ich nehme mir ein paar von diesen Versandcoupons. Dann kann ich meinen Freunden überall auf Deponia offenbar Haken und Bleigewichte schicken, so wie das hier draufsteht. Okay, Punkt 1. Du hast keine Freunde. Du bist ein selbstverliebter Egoist, der sich einen Dreck um andere Menschen schert. Punkt 2. Was in aller Welt bringt dich auf die Idee, du könntest einfach irgendwelche Sachen aus meinem Laden mitnehmen? Du könntest es doch für mich anschreiben. Anschreiben? Anschreiben? Wovon, mein Freund? Willst du das denn jemals zurückzahlen? Oder hast du plötzlich einen Job, von dem ich nichts weiß? Nicht direkt, aber... Ist es denn nicht genug, dass ich dich noch immer bei mir wohnen lasse? Dass ich dich durchfüttere? Und zum Dank muss ich sogar noch den ganzen Müll entsorgen, den du täglich fabrizierst? Warum mache ich das eigentlich? Ich meine, warum mache ich das? Es ist ja nicht so, als wären wir noch... Oh, Himmel, mein Blutdruck. Ich muss meditieren. Einatmen, ausatmen. Okay, gut, sie ist... Leider halten diese Übungen nie lange vor. Irgendwas macht sie falsch. Alles klar, Kram. Gewichte, was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle zu treten. Okay, wir nehmen mal die Haken mit. Ah, ouch! Ey! Aua! Guck mal! Ach, so eine kleine Wunde und doch so viel Genugtuung. Das heißt, warte mal, du kleine Ratte! Hast du etwa wieder versucht, Haken zu klauen? Toni, bitte, ich verblute hier. Wenn auch nur die geringste Hoffnung bestünde, dass du jemals aus deinen Fehlern lernen könntest, würde ich sagen, mach doch. Aber leider hast du einmal zu oft bewiesen, dass du niemals dazu lernen wirst. Also hier, nimm den Apothekenschlüssel und verzieh dich aus meinem Laden. Wenn du nicht immer gleich so meckern würdest, würde ich vielleicht auch mal zuhören. Oh, die ist doch eine ganz liebreizende, die liebe Toni. Alles klar. So. Wir gehen mal zu Tonis Hütte. Einmal zu Tonis Haus. Nach oben. Nein? Toni trägt den Hausapothekenschlüssel stets bei sich. So bekommt sie immer mit, wenn ich mich verletze. Alles klar. Beruhigungsmittel. Okay. Tonis Beruhigungsmittel. Dr. Gizmo sagt, es bekämpft die Symptome, aber nicht die Ursache. Wie meinte er das wohl? Alles klar, gut. Dann gehen wir mal wieder raus. Oh, Tonis Hütte. So, wir wissen, dass der gute Wenzel einen Termin hat. Er ist ja eigentlich als nächstes dran. So, wie war das noch? Die beiden miteinander verbinden. Zum Wassertank. Ah nee, Quatsch. Wir müssen ja erstmal in Wenzels Haus rein. Na, der arme Bei aller Empathie. Ich habe keine Ahnung, was in einem Menschen wie Wenzel vor sich geht. Merkt er überhaupt, wie klein und unbedeutend er ist? Armer Kerl. Ach Gottchen. Okay. Dann machen wir mal den Kaminofen. Lupp.
Tada! Die Klappe ist auf. Irgendwie war das nicht so witzig, wie ich dachte. Na komm. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine Klappe. Das ist doch super. So, zurück zum Dorfkern. Zum Wassertank. Jetzt können wir nämlich das Rohr treten. Okay, finde ich eigentlich lustig, dass man das so hin und her drehen kann. Das hat schon was, das ist witzig. Okay, und Wassermarsch. Sproll. Und sein Gesicht. Der arme Wenzel. Sein zartes Herz wird brechen, wenn er merkt, dass die Quelle in seinem Keller nicht echt ist. Schnell, bevor ich es verpasse. Gut. So, nein, nein. So. Wenzel? Ich bin hier unten. Komm schnell, du wirst es kaum glauben. Der arme Wenzel denkt noch immer, er hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur eine Überschwemmung im Keller. So ein Pech. Was ist denn los, Wenzel? Ich habe eine Wasserader gefunden. Hm? Weißt du, Wenzel, freu dich lieber nicht zu früh. Manchmal denkt man, man hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur... eine Wasserader. Moment mal, das ist ja tatsächlich eine Wasserader. Unglaublich, nicht wahr? Ich bin reich. Aber das kann doch gar nicht sein. Das verdanke ich nur dir, beziehungsweise der Wünschelrute deines Vaters. Du bist ein wahrer Freund. Weißt du was? Du hast mit mir geteilt und jetzt teile ich mit dir. Wirklich? Natürlich. Und zwar diesen glücklichen Moment des Triumphes. Lass ihn uns zusammen genießen. Hörst du auch dieses Knirschen? Es sind nicht meine Zähne. Ich bin rein. Und tschüss, du neureicher Schlösel. Toll. Quelle. Da, ich sehe es ganz genau. Steine. Und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. Aber wir hätten klares Wasser. Aber wir, uns fehlt da noch etwas. Und zwar, glaube ich, ein Gefäß, genau. Und... Sekunde, wie war das nochmal? Besonders aufputschend. Das heißt, wir brauchen eigentlich noch eine Spritze. Ich gehe nochmal zu Dr. Gizmo. Hier, da oben, genau. Nochmal hoch. Kriegen wir das mit dem Dietrich auf? Oh, bitte. Ah, gut. Ich hasse Spritzen. Zum Glück bin ich mittlerweile immun gegen Tetanus. Ah, ich hasse ich frage mich, wie das Zeug schmeckt. Bisher habe ich es immer nur direkt ins Herz bekommen. Okay, Aufputschmittel. Ha, da haben wir es ja. Da haben wir es ja. Schön. Okay. Und jetzt mache ich gleich Folgendes. Und zwar erstmal das Aufputschmittel hier noch rein. Aufputschmittel. Die ganze Flasche. Natürlich. Okay. So, Mühle. Einmal aufmache. Yeah. Ich nenne die Mischung Rufus schonungslos. Der Jungfrauenkiller. Oder Retter? Nein, Killer klingt cooler. Der Jungfrauenkiller. Ja, Toni. Um Himmels Willen, das wäre Selbstmord. Alles klar. Gut. Wir haben hier eine Spritze. Betäubter Papagei. Mit dem Wachmacher bekomme ich ihn bestimmt wieder auf die Beine. Okay. Sekunde, jetzt mache ich etwas. Ich bin tödlich wie ein Pfeilgiftfrosch, aber cooler. Ein Pfeilgift, Geheimagent. Yeah. Okay. Jetzt haben wir einen präparierten Dartpfeil. Der Trichter würde ein hervorragendes Blasrohr abgeben. Tatsache. Ich meine,
Klappt das auch so? Eine wunderbare Idee. Und ein gebührender Sicherheitsabstand. Da gehen wir nochmal raus. Und geht durchs Fenster. Au! Was zum? Ein Dartpfeil? Gleich? 3, 2, 1. Ach, was rege ich mich eigentlich so auf? Strike! Alles klar, gut. Ab in Tonis Laden. Na, Toni, mit der komisch festgeklippten Zigarette da. Ich kann nicht mehr gesagt haben, dass ich auch... Alles klar, gut. Dann nehmen wir mal hey, die... Toni, ich nehme mir ein paar von den Coupons, okay? Ich kann nicht mehr gesagt haben, dass ich auch... Und wo wir gerade dabei sind, übernimmst du diese Woche doch nochmal den Abwasch? Und du kannst das nicht nennen. Und da ist ja... So gefällt mir Toni gleich viel besser. Ich hatte schon Angst, ihr Körper sei inzwischen immun gegen Beruhigungsmittel. Ich habe übrigens neulich deine Familienfotos als Isoliermaterial für einen Wetterballon benutzt. Moment mal, was? Sagtest du irgendwas von Wetterballons? Nein, ich sagte Coupons. Donnerwetter? Was für tolle Coupons. Lass die Finger davon. Die sind abgezählt. Alles klar, aber die sind ja jetzt weg. Kann ich die auch zurückgeben? Diese gut vorausgesetzt, man kennt jemanden, der sich über Bleigewichte freut. Okay. Diese Gutscheine kann man in der Post einlösen. Ja. Toni? Ich habe es gefunden, ich darf es auch behalten. Okay. Das ist ein Wahlspruch, ne? Okay, dann... Wir haben Trichter, Narkotikum. Eigentlich haben wir jetzt, glaube ich, hier alles gemacht. Jetzt müssen wir zum Rathaus. Da gehen wir mal mit Doppelklick rein. Ah, Rufus, ich glaube, du kannst mir gratulieren. Der Bürgermeister war ganz angetan von meinem Fund. Er meint, die Ader macht Kuwak zu einer der drei reichsten Siedlungen im Südquadranten. Er wartet jetzt nur noch den letzten Anwärter ab. Aber bislang habe ich die stärkste Bewerbung. Du sollst Goal bei dir aufnehmen? Ha, dass ich nicht lache. Was denn? Mit der Wasserader auf meinem Grundstück bin ich einer der einflussreichsten Männer Kuwaks. Und mit einer Orbit-Elfe im Haus könnte ich sogar Ehrenbürger werden. Wer weiß, vielleicht trete ich sogar eines Tages in die Fußstapfen deines Vaters. Aber ich habe sie gerettet und ich werde sie auch bei mir aufnehmen. Ach, Rufus, du hast doch nicht mal ein eigenes Haus. Was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Nummer 63, bitte! Okay. Wenzel? Ach, Rufus, was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Lotti? Bin ich jetzt endlich dran? Ja, doch! Ich habe dich doch auch schon aufgerufen! Oder etwa nicht? Doch, hast du. Alles klar. Wir gehen mal zum Büro des Bürgermeisters. Na. Lotek, ich muss mit Ihnen reden. Es geht um... Lotek? Lotek?